jeden einzelnen Zuschauer von euch. 앞으로 더 재밌는 영상 만들어서 보답할게요. Guten Tag. 저희는 달콤한 흑입니다. 오늘은 저의 굉장히 다이나믹했던 결혼식에 대해서 얘기하려고 해요. 혹시 모르시는 분들이 계실까봐 말씀드린데 저희는 작년 7월부터 결혼을 하고 있는 결혼을 한 신혼부부입니다. 한국어 어려워. 저희 둘 다 독일에 살고 있긴 한데 결혼식은 덴마크에서 올렸어요. 일단 저희가 결혼을 하게 된 결정적인 이유가 지호가 잉태가 돼가지고 결정을 하게 됐거든요. 왜냐면은 지호가 태어나고 나서 아빠라는 걸 증명하는 것도 되게 복잡해지고 어차피 저희는 결혼을 할 생각이었기 때문에 뭐 이렇게 된 거 그냥 결혼하자. 결혼을 결정하고 나서 알아봤더니 독일에서 결혼을 하면은 서류 준비랑 이런 거 저런 거 다 해가지고 적어도 최소한 6개월은 걸린다고 하더라고요. 그래가지고 6개월이면은 이제 아기가 나올 시기인데 만삭에 결혼을 하는 것도 좀 그렇고 어떻게 더 빨리 결혼을 할 수 있는 경로가 있나 해서 찾아봤더니 유럽에 사는 국제 커플들은 많이 덴마크에서 결혼을 한다고 들었어요. 그래가지고 이제 덴마크에 찾아봤더니 서류 준비 과정도 되게 덜 복잡하고 독일보다 또 기간도 훨씬 짧아가지고 이제 덴마크에서 결혼을 하기로 결정을 했어요. 저희가 결혼한 도시의 이름은 리베인데요. 덴마크에서 가장 오래된 도시라고 하더라고요. 다 순탄할 거라고 생각했는데 그 준비 기간도 상당히 뭐랄까 뒤죽박죽이어가지고 좀 힘들었어요. Ja, was ein großes Problem war, es war sehr spontan. Also wir haben uns, wann haben wir das die E-Mail losgeschickt? Am 26. 6. 26.06. kommt das hin? Ich glaube, das kommt hin. Haben wir eine E-Mail losgeschickt und haben nachgefragt, ob man denn da heiraten könnte, ob das möglich wäre, was sie brauchen und welche Dokumente halt noch fehlen. Dann haben sie halt eine E-Mail geschickt, so hier die und die Dokumente, habe kurz mit ihr gesprochen, auch telefoniert. Dann meinte sie, ja, Termin wäre die Anmeldung am 29. Ja, ist jetzt recht spontan. Ja. Wir hatten halt nichts vorbereitet. Also wir hatten schon die Dokumente soweit, immerhin, aber wir hatten keine Ringe, wir hatten keine Planung, wie wir da hinkommen, wie wir da bleiben, wo wir bleiben, was wir da machen. Ich habe nicht mal einen Antrag gemacht. Keinen Antrag gehabt. 결혼식 전날까지 제가 아직 프로포즈를 못했어요. 왜냐면은 제가 생각했던 프로포즈는 따로 있는데 그 프로포즈를 실현할 시간이 없어가지고 시간과 기회가 없어가지고 못했어요. 그래가지고 어떻게든 특별하게 프로포즈를 하긴 해야 되는데 어떻게 할까 어떻게 할까 계속 미루다 보니까 결혼식 전날까지 프로포즈를 못하게 된 거예요. 얘는 계속 눈치 주고 결혼식 전날 이제 저녁 먹고 나서 같이 양치하러 가는 길에 그냥 그 잔디밭 위에서 무릎 꿇고 바지도 아마 추리닝 입고 아무튼 간에 그렇게 조촐하게 프로포즈를 올렸어요. 미안해. Ich war süß. Ich wollte ja unbedingt noch einen Antrag haben vorher. Also ich finde das alle gut gemacht. Also ich würde es gerne irgendwann mal nachholen. Aber wir wollten es halt unbedingt, das hatte ich extra auch betont, wir wollten es halt schnellstmöglich haben, weil er einen neuen Job angefangen hat. Und wir natürlich wollten, dass es möglichst vorher noch geht, weil wir wussten, dass wir wahrscheinlich früher hinfahren müssen zur Anmeldung im Rathaus, dann eine Weile da bleiben müssen, meist so ein, zwei Tage und dann erst tatsächlich heiraten. Weswegen man halt einen kleinen Urlaub quasi mit einplanen muss. Und das mussten wir halt auch. Ein bisschen passender hatten sie es leider auch nicht.
Aber dafür ein schönes Datum. Aber kein schönes Wetter. Nee, das stimmt. Es hat die ganze Zeit geregnet bis auf den Tag, wo wir geheiratet haben. Da hat die Sonne geschienen. Da ist wieder Sonnenschein. Ursprünglich haben wir eigentlich so geplant, dass wir ein bisschen Kultur dabei haben. War nicht sehr viel von. Bisschen die Stadt mal erkunden. Wobei wir das auch ein bisschen gemacht haben. So ist es nicht. Wir haben schon uns ein bisschen umgeguckt, nur nicht so viel, wie wir es ursprünglich geplant hatten oder wie wir es hätten machen können. Also dazu muss man sagen, wir haben quasi in einer kleinen Holzhütte auf einem Campingplatz gewohnt und wir waren zu viert, denn wir mussten Trauzeugen mitbringen. Das war auch noch so ein Problemchen, weil wir noch spontan zwei Leute finden mussten, die halt Zeit haben und Lust haben, da mitzukommen und als Trauzeugen da zu sein. Also wir haben ein befreundetes Pärchen gefragt, wovon aber nur der männliche Part, also der Freund, halt Zeit hatte, da die Freundin arbeiten musste. Und deinen besten Kumpel haben wir noch mitgenommen. Ja, mein bester Kumpel hatte zum Glück Zeit dafür gehabt und ich wollte ihn auch unbedingt dabei haben, weil er hat sich so riesig gefreut auf das Baby und dass wir heiraten. Ja. Für mich auf jeden Fall sehr gut, dass mein bester Kumpel dabei war und dass er auch, dass er dabei war. Ein kleines Shoutout an meine beste Freundin, die leider nicht mitkommen konnte. Wir hätten dich auch sehr gerne dabei gehabt. Wir haben jetzt schöne Ringe, aber es war nicht so einfach, auf die Schnelle noch was zu finden. Ich bin ja sowieso ein bisschen dünn gewesen und Laura ist halt durch Schwangerschaft, wir sind halt etwas fülliger. Und wir hatten dann genau dieselbe Ringgröße gehabt. Fast alle Juwelierläden haben keine Eheringe, die exakt genau Größe haben. Die gleiche Größe ist ein schwieriges Problem. Ja, und wir waren halt in drei Juwelierläden. Und bei dem dritten Laden haben wir gedacht, okay, gut, dann holen wir einfach einen in der Größe und eins größer. Ja, meine war dann irgendwann zu groß, dass es einfach rausgeflutscht ist. 근데 결혼식 날도 그렇게 순탄하진 않았어요. 저희 결혼식 시간이 war das so 9:15? Aber wir sind sehr spät losgefahren. Naja, eigentlich sind wir relativ gut in der Zeit losgefahren, aber wir haben keinen Parkplatz gefunden. Ah ja, stimmt, so war das. 한 10분 정도 떨어져 있는 데서 주차를 하고 이제 거의 시간에 맞춰서 도착을 했는데 도착하고 나니까 반지를 까먹은 거예요. 거기서 저희 결혼식 주례를 하시던 시청 직원분에게 근처에 주차를 했다고 거짓말을 치고 겁나 뛰었어요. 겁나게 뛰어가지고 한 걸어서는 한 15분 정도 걸리는 거리를 5분 안에 왔다 갔다 해서 이제 반지를 가져오고 나서 시간이 쪽박하다 보니까 바로 식을 올리게 됐는데 땀이 너무 나는 거예요. 하필이면 그날 날씨가 엄청 덥고 좋아가지고 양복 완전 풀려 입고 전력질주를 하고 나서 앉아있는데 땀이 너무 줄줄 흐르는 거예요. 그래서 사실 그 주례하시는 분이 얘기한 거는 전혀 안 들어왔어요, 귀에. 디 하면 다 알아서 awkward gewartet und es war so unangenehm, weil halt dann die Termine sind ja fix hintereinander und dann hat man halt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Auch wenn sie sich die Zeit nehmen, so. Aber wenn man dann schon ein bisschen spät dran ist, dann ist man dann schon so, er kommt bestimmt gleich. Gleich ist er da. Jeden Moment. Die Kommune, wo wir halt geheiratet haben, Esbjerg. Ich kann leider kein Dänisch. Esbjerg. Da halt die Kommune, zu der Riebe gehört, ist da unten eingraviert und halt mit so schicken Herzchen. Und die sind so quasi one of a kind, nur die Leute, die dort heiraten, kriegen die. Und wenn die kaputt gehen, dann sind sie kaputt. 아무튼간에 그렇게 되게 정신없었던 결혼식을 마치고 나서 이제 날도 좋고 해가지고 집에 가기 전에 좀 구경도 하고 거기서 길거리에서 버스킹을 하더라고요, 밴드가. 해는 나나나나 해는 그게 아마 우리 결혼의 주제곡이 되지 않았을까 생각해요. 일단 저희는 여기까지 하고 다음 주에 새로운 영상으로 찾아뵙도록 할게요. 그럼 그때까지 깔끔하세요. 쥬스!